Im Landkreis Aurich gibt es 9 neue Corona-Fälle. 3 Infizierte haben ihren Urlaub in einem Risikogebiet verbracht, so die Verwaltung. 31 Menschen sind im Kreis Aurich aktuell in Quarantäne. Corona trifft die Stadt Aurich härter als bisher angenommen. Laut einem aktuellen Finanzbericht fehlen statt der bisher erwarteten 720.000 Euro für dieses Jahr rund 5 bis 6 Millionen. Am kommenden Montag kann man zum ersten Mal bei der Handwerkskammer in Aurich Blut spenden. Mit zusätzlichen Terminen wie diesem versucht der DRK-Blutspendedienst, den Bedarf in Niedersachsen und Bremen zu decken. Durch die Corona-Pandemie ist es zu einem Versorgungsengpass gekommen. Der Christopher Street Day in Aurich fällt wegen der Corona-Krise aus. Eigentlich sollte er am 15. August gefeiert werden, aber eine Parade unter Hygieneauflagen wollte Organisatorin Melli Doden nicht planen. Jetzt liegt die Hoffnung auf dem nächsten Jahr. Wer aus dem Auslandsurlaub nach Ostfriesland zurückkommt, kann sich innerhalb von 3 Tagen kostenlos auf Corona testen lassen. Darauf machen ostfriesische Landkreise aufmerksam. Der Auricher Landrat Olaf Meinen appelliert an Auslandsreisende, den Test zu machen. Erster Ansprechpartner dafür ist der Hausarzt. Und hier sind die aktuellen Zahlen der Covid-19-Erkrankten in Ostfriesland.